Sehr geehrter Herr Dürr, lieber Professor Siegfried Weichlein, lieber Siegfried, sehr geehrter Herr Verleger Dr. Blome, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen hier in der Katholischen Akademie zur Vorstellung des Buches von Benjamin Dürr, Erzberger, der verhasste Versöhner, Biografie eines Weimarer Politikers, erschienen im Christoph Links Verlag 2021. Heute, an diesem 26. August, jährt sich die Ermordung von Matthias Erzberger zum 100. Mal. Eckhard Reimer und Christian Waldhoff haben in einem großen Artikel am Montag in der Zeit daran erinnert, gemahnt, Matthias Erzberger droht das Schicksal des Vergessenwerdens. Und dann kam ein sehr rühmender Artikel von den beiden. Und heute konnte man in der FAZ gleich zwei Artikel finden von Thomas Strobel, aber auch von Rüdiger Sold mit dem schönen Titel »Ein später Kranz für den Demokraten«. Ein frommes Ohr, und wer Rüdiger Sold so kennt, ein frommes Ohr hört dort auch das 9. Kapitel des 1. Korintherbriefs, wo es um den Wettlauf im Stadion geht. Und wer kriegt eigentlich den Kranz am Schluss? Und so. Und wenn man das im Ohr hat, und es ist ein politischer Artikel, dann finde ich das einen ganz wunderbaren Auftakt auch für diesen Abend. Dieser Abend möchte, wie der FAZ-Artikel auch, diesem möglichen und dann doch sehr ungerechten Vergessenwerden etwas entgegensetzen, und zwar durch die Vorstellung eben des Buches von Benjamin Dürr. Die Katholische Akademie ist gewiss ein guter Ort, das zu machen. Also eine Erinnerung an Matthias Erzberger hier, den katholischen Politiker, einen katholischen Pionier des Parlamentarismus, wie es in der FAZ steht, einen Märtyrer der Weimarer Republik, das hier zu machen, das passt außerordentlich gut. Und es freut mich sehr, dass das Buch im Christoph Links Verlag erschienen ist. Und zwar aus einem sehr naheliegenden Grund. Der Links Verlag, Christoph Links Verlag, ist eine Folge der Friedlichen Revolution, 1989 gegründet, wie eben die Katholische Akademie in Berlin auch. Nicht 1989 gegründet, aber 1990. Das liegt nah beieinander. Und darum erinnere ich gerne an den Gründungsdirektor Werner Remmers, den wir alle irgendwie auch vor Augen haben, die ihn kennen, der als Katholik und Minister zuvor in Lingen eine Ludwig-Windthorst-Akademie gegründet hat. Und Ludwig Windthorst und Matthias Erzberger waren sicher Inspiratoren und Stichwortgeber für Werner Remmers, der die politischen und religiösen Debatten mit dieser Akademie nach 1989 sehr begleitet hat. Und dann ist da der Christoph Links Verlag. Der Verleger wird Sie gleich noch selbst begrüßen, aber nur von mir einen Satz. Der Verlag konfrontiert die Deutschen, so kann man auf der Homepage lesen, seit über 30 Jahren mit großer Konsequenz und ohne jede Scheu mit der jüngeren Geschichte, die wir gelegentlich auch vergessen wollen. Das gilt sicher auch für einige Passagen, wo es um Religion und Politik geht. Und da sind wir dann wieder ganz nah beieinander. Zur Vorstellung des Buches nun ein Gespräch zwischen dem Autor und Siegfried Weichlein, den ich Ihnen kurz vorab vorstellen möchte. Siegfried Weichlein ist, das darf ich hier verraten, in diesem Kreis katholisch. Und er ist der Akademie seit vielen Jahren herzlich und herzhaft verbunden durch viele Vorträge, Beteiligung an Debatten. Und er hat Geschichte, Theologie und Philosophie studiert und ist heute Professor in der schönen Schweiz in Fribourg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Geschichte des Nationalismus, des Föderalismus, des Regionalismus, die Geschichte der Parteien, die politische Ikonografie, das ist sehr apart, und die moderne Religionsgeschichte des Christentums. Er war wiederholt Gastwissenschaftler auch in Harvard. Und was ihn wieder in die Nähe von Matthias Erzberger bringt, er wohnt in der Nähe des Ludwig-Kirch-Platzes. Also da kommen die Orte wieder zusammen, die Orte, die zusammengehören. Uns schien es jetzt reizvoll, den Historiker mit dem Journalisten und Politikwissenschaftler zusammenzubringen, mit dem Autor dieses Buches. Und beide haben vor, und das ist auch gut so, eine erinnernde Referenz zu erweisen an Matthias Erzberger und hier ein Bild von ihm erstehen zu lassen in dem gemeinsamen Gespräch. Das Leben ist voller Widersprüche und die Politik auch. Und das ist auch gut so. Und darum bin ich gespannt, welches Bild hier kommt. Benjamin Dürr beendet sein Buch mit einer Erinnerung an die Trauerkarte, die die Gemeinde gedruckt hat für die Beerdigung, die Familie gedruckt hat für die Beerdigung von Matthias Erzberger.
Und da steht ein Bibelvers aus dem 2. Timotheusbrief, der den Kern des Lebens und Wirkens von Erzberger zusammenfasst. Und da sind wir dann wieder beim Rüdiger Sold, dem Kranz für den Demokraten. Denn da steht im Timotheusbrief, ein frommer Vers, den guten Kampf habe ich gekämpft, den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. Ich finde, ein schöner Schluss eines Buches, eines schönen Buches. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch an den Verleger, und Sie haben das Pult. Dankeschön. Ja, guten Abend auch im Namen des Verlages. Mein Name ist Christoph Blome. Ich bin Programmleiter im Christoph Links Verlag und hätte jetzt eigentlich an dieser Stelle den Verlag kurz vorgestellt, wenn Herr Hake das nicht schon wunderbar gemacht hätte. Zu den dunklen Flecken der deutschen Geschichte, mit denen sich das zeitgeschichtliche Programmsegment unseres Verlages auseinandersetzt, gehört auch die Geschichte und die Gegenwart rechter Gewalt in Deutschland. Insofern kann man sagen, steht das Buch von Herrn Dürr in einer gewissen Tradition in unserem Verlag, womit aber natürlich nicht gesagt sein soll, dass sich die historische Bedeutung Erzbergers nur von seinem Ende her ergibt, sondern Benjamin Dürr zeichnet in seinem Buch ein, wie ich finde, sehr anschauliches, wunderbar zu lesendes Porträt dieses Mannes, das ihn in seine Zeit stellt, seine Bedeutung klar macht, ihn aber auch versucht, als Mensch zu greifen. Und dieser Mensch, der uns da entgegentritt, ist durchaus ein sehr ambivalenter Mensch. Das verschweigt Benjamin Dürr nicht. Es ist ein sehr nuanciertes Porträt, das er zeichnet. Es ist keine Hagiographie. Und er bringt das, was Erzberger ausmacht, sehr schön auf den Punkt. Ich zitiere: Auch wenn Erzberger in vielerlei Hinsicht ein Kind seiner Zeit war, in seinen Sternstunden gelang es ihm, ihr einen Moment voraus zu sein. Das ist ein Satz, der auch in manchen Rezensionen gerne zitiert wird. In dem Zusammenhang möchte ich gerne sagen, dass das Presseecho auf das Buch bislang überaus positiv ist. Es hat eigentlich nur sehr, sehr lobende Besprechungen gegeben. Die Süddeutsche Zeitung ist gleich zweimal auf das Buch eingegangen, einmal in einer Rezension und dann noch in einem Artikel auf der Meinungsseite, wo niemand Geringeres als Heribert Prantl eine historische Würdigung Erzbergers verfasst hat und als einziges Buch das von Benjamin Dürr erwähnt hat und zum Lesen empfohlen hat. Und gerade die jüngste Rezension ist heute erschienen in der Frankfurter Rundschau von Arno Wittmann, der von einem beeindruckenden Buch redete. Ich hoffe, dass Benjamin Dürr und Herr Professor Weichlein Ihnen gleich Erzberger und das Buch näher bringen. Ich bedanke mich sehr bei der Katholischen Akademie und bei Herrn Hake, dass wir die Veranstaltung gemeinsam ausrichten können. Ich wünsche uns allen einen interessanten Abend, und wenn Sie Lust auf das Buch bekommen haben, können Sie es natürlich hinterher auch draußen erwerben. Vielen Dank. Guten Abend auch von mir und danke für die freundlichen Worte, die überaus freundlichen Worte zur Einleitung. Meine Aufgabe ist es, mit Ihnen zusammen über das Buch, die Figur von Matthias Erzberger sozusagen zu beleben, zum Klingen zu bringen, nicht nur anlässlich des heutigen 100. Jahrestages seiner Ermordung, des Attentats in Griesbach, sondern auch als Figur, die über den Tag hinaus an Bedeutung hat. Und das ist das Anliegen Ihres Buches. Ich darf Benjamin Dürr Ihnen kurz vorstellen, 1988 geboren und schon in jungen Jahren mit einer beeindruckenden Fülle an Veröffentlichungen hervorgetreten. Das fällt als erstes auf. Sie haben Politikwissenschaften und Diplomatie an der LSI in London studiert, internationales Recht in Turin und internationale Beziehungen in Groningen, in den Niederlanden, und in Den Haag wohnen Sie auch. Sie waren vor allen Dingen im humanitären Völkerrecht unterwegs, im Recht und in der Politik, mehrere Anstellungen in Den Haag. Sie haben für den Nobelpreisträger Mukwege gearbeitet, längere Zeit, sind Journalist,
waren lange Auslandskorrespondent in Südafrika, haben in der Süddeutschen Zeitung, in internationalen Medien, Deutschen Welle, Foreign Policy veröffentlicht und nebenbei noch zwei Bücher geschrieben. Das erste zu einem Gebiet, zu dem Sie auch über Ihr Studium gekommen sind, das Völkerrecht oder genauer das Völkerstrafrecht, 2016 in der Edition Körber im Namen der Völker, der lange Kampf des Internationalen Strafgerichtshofs und eben jetzt jüngst Matthias Erzberger, der gehasste Versöhner, Biograf eines Weimarer Politikers. Und ich versuche nun mit Ihnen zusammen heute Abend etwas zu wirrweisen, wie wir im Deutsch-Schweizerischen so schön sagen, um diese Figur zum Klingen zu bringen. Meine erste Frage an Sie wäre zum Einstieg, wie kommt jemand, der an der Schnittstelle von Politik, Recht und internationaler Zusammenarbeit steht, dazu, ein Buch über einen deutschen Politiker im Kaiserreich während des Ersten Weltkriegs und in den Anfangsjahren der Weimarer Republik zu schreiben? Ja, guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Es ist in der Tat so, dass ich sehr international orientiert bin. Ich komme aber aus der Region. Ich bin aufgewachsen, nur ein paar Kilometer von Erzbergers Geburtsort Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb, und kannte eben den Namen Erzberger und wusste, dass er den Waffenstillstand unterzeichnet hat, kannte ihn aber nicht näher. Und viele Bücher entstehen ja, weil der Autor meint, eine Lücke füllen zu müssen. Und ähnlich war es auch in diesem Fall, weil ich eben mehr wissen wollte auch über die Person, die damals den Waffenstillstand unterzeichnet hat. Wie kommt es, dass so jemand aus praktisch einem meiner Nachbarorte diesen Waffenstillstand und auch den Friedensvertrag dann sich dafür einsetzt, weil ich mich eben selber sehr viel mit, wie Sie sagten, Krieg und Frieden und Recht beschäftige. Und so entstand dann die Idee zu dieser Erzberger Biografie. Das Buch gliedert sich im Wesentlichen in drei Schichten, in denen Sie den Politiker Erzberger vorstellen. Und die können auch drei verschiedenen Zeitabschnitten in der Biografie zugeordnet werden. Und unser Gespräch sollte dann sozusagen sinnvollerweise versuchen, dem etwas näher zu kommen. Sie stellen Erzberger als den Populisten vor, damit ist die Zeit gemeint von 1905 bis 1907, vor allen Dingen mit den Kolonialskandalen und der Frage der Kolonialpolitik im Reichstag, dann der Realist, der Politikertypus des Realisten, damit ist die Zeit gemeint insbesondere im Sommer 1917 mit Erzberger als der treibenden Kraft hinter der Friedensresolution des Reichstags und dann die dritte Politikerrolle, die dritte Facette an diesem Mann, der Visionär. Damit ist dann vor allen Dingen gemeint seine Haltung in den Waffenstillstandsverhandlungen und in der frühen Weimarer Republik, in der Nationalversammlung und dann auch als Reichsfinanzminister. Ich beginne mal mit dem Populisten, diese erste Schicht. Der Begriff hat für uns ja heute keinen besonders guten Klang. Der Populist sozusagen ist etwas, was man lieber nicht sein möchte. Wie kommen Sie dazu, ihn als Populisten zu bezeichnen? Wären sozusagen Stellen in seiner Biografie, die diese Bezeichnung rechtfertigen? Ja, ich glaube, ein Populist ist jemand, der die Stimme des einfachen Volks versteht und übersetzt in die Politik bringt. Und gleichzeitig das Establishment herausfordert. Und beides hat Erzberger gemacht. Erzberger kam aus einfachen Verhältnissen, wuchs in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb auf, hat
nie wirklich studiert. Er hat eben die Volksschule absolviert und wurde dann selber Volksschullehrer in der Region in der Nähe von Stuttgart, hatte verschiedene Stellungen als Lehrer, gab dann relativ schnell auch den Lehrerberuf auf und wurde Journalist und Redakteur in Stuttgart, veröffentlichte viel zu Sozialpolitik und eben sozialen Fragen damals mit der zunehmenden Industrialisierung und war eben einer der und kam dann über diese Schiene auch in die Politik, weil er dann sich ein Netzwerk aufbaute und eben auch entdeckt wurde und übersetzte sozusagen seine eigene Herkunft auch, nahm die mit sozusagen in die Politik, als er 1903 als 28-Jähriger, damals jüngster Reichstagsabgeordneter wurde. Und wurde eben zur Stimme, was wir heute so als die Not-Haves nennen würden, die Leute, die sich durch die Industrialisierung beispielsweise benachteiligt fühlten, Angst hatten vor dem Welthandel und vor der Öffnung zur Welt. Das nahm er mit in die Politik und damit mit dieser inhaltlichen Ausrichtung forderte er eigentlich nicht nur die Eliten im Kaiserreich, sondern auch in seiner eigenen Partei heraus. Genau. Und das bezeichne ich als Populist. Auf diesen Punkt wollte ich noch mal zu sprechen kommen. Der Populist ist uns ja nicht nur in Erinnerung als jemand, der dann später im Krieg zur Friedensresolution beigetragen hat und am Anfang der Weimarer Republik stand, sondern jemand, der den politischen Katholizismus verändert hat, der überhaupt Politik verändert hat, die Art Politik zu machen verändert hat. Schauen wir vielleicht zusammen einen Moment auf die Zentrumspartei, auf den politischen Katholizismus, die ja bis dahin geführt wird von sozusagen von den Erzvätern Trimborn aus Köln-Kröber, der Württemberger etwa oder etwa Peter Spahn, der Jurist, die alle sehr viel älter sind, Lieber ist in der Zwischenzeit verstorben, die alle sehr viel älter sind, sehr viel mehr Erfahrung kommen und noch wissen, was Kulturkampf bedeutete und davon geprägt wurde. Mit Erzberger schlägt nun ein völlig neuer Stil auf. Musste das nicht die Zentrumspartei sprengen? Wie konnte Erzberger sozusagen die Planstelle von Windthorst einnehmen, wo doch Windthorst so völlig anders war? Erzberger hat die Zentrumspartei beinahe gespaltet und nicht nur in seiner Anfangszeit, sondern eigentlich über sein ganzes Wirken bis zu seinem Tod, weil er eben, wie Sie sagen, die Parteiführung, die so anders war als Erzberger, doch sehr eine Gruppe Funktionäre mit ganz anderen Hintergründen, persönlichen Erfahrungen herausforderte und eben nicht nur inhaltlich eine völlig neue Wählergruppe beispielsweise ansprach, sondern eben auch durch seine Art und Weise, wie er auftrat, auch als Person. Wie unterschied sich der Populist, der Politiker Erzberger von der älteren Zentrumsgeneration, die alle noch durch den Kulturkampf geprägt worden waren? Können Sie da Beispiele nennen? Ja, also ich glaube, dass ein Grund, warum Erzberger so beliebt war oder beliebt wurde, gerade in dieser einfachen Bevölkerung, ist die Tatsache, dass er die Interessen dieser Leute verstand, die von der Parteiführung, die enttäuscht waren von der Parteiführung, als es um beispielsweise den die Folgen der Industrialisierung ging. Erzberger wandte sich gegen oder versprach Schutz vor den Warenhäusern und den Konzernen, die aufkamen, um eben die
ja, die einzelnen kleinen Händler und die Handwerker zu schützen. Und sie sahen eben in ihm oder waren vielmehr an ihm interessiert, als eben, dass die Parteielite konnte, die eben, wie Sie sagen, eine völlig andere Herkunft hatten und Geschichte hatten, Erfahrung hatten. Er war von seiner Ausbildung her Volksschullehrer. Er war Volksschullehrer, hat aber nie studiert. Er hat noch ein paar Kurse belegt in Straßburg, meines Wissens, aber hat kein Hochschulstudium in dem Sinne. Er hat in Freiburg im Üechtland nationalökonomische Kurse belegt und an anderen Orten noch. Das darf ich sozusagen für meine Universität noch in Anspruch nehmen. Ist er sozusagen vom politischen Stil her, was, wenn er im Reichstag auftritt, was unterscheidet ihn von der alten Garde? Wie müssen wir uns das vorstellen? Erzberger ergreift das Wort. Erzberger ergreift das Wort und geht voll rein. Er kennt keine Hemmungen, auch gegen die Regierung im Kaiserreich damals sehr deutliche Kritik zu äußern, was ihn dann auch wieder auf Kollisionskurs bringt mit seiner Partei, die sich natürlich seit Jahren oder Jahrzehnten versucht hat, der Regierung anzunähern und Teil sozusagen des Establishment zu werden und Teil des Kaiserreichs zu werden nach dem Kulturkampf, wo die Katholiken eben sehr lange der Außenseiter waren. Und Erzberger bringt diese Annäherung in Gefahr, weil er eben sehr direkt und sehr kritisch auch mit der Regierung ins Gericht geht. Er hat ein unglaubliches Gedächtnis, was ihm hilft beispielsweise in den Debatten zur Kolonialpolitik, die Daten, die einzelnen Zahlen abzurufen und gibt dann kann dann erklären oder offenlegen, dass das Budget oder der Haushalt in den einzelnen Kolonien, die Telegrafengebühren um 140% höher waren als veranschlagt. Und solche Dinge legt er dann eben offen in seinen Reden. Das macht er mit einer sehr polemischen und sehr auch unterhaltenden Art. Es gibt eine, wo Sie das so betonen, es gibt eine tiefe Ambivalenz in dieser Figur des Populisten der frühen Jahre, seiner ersten Legislaturperiode bis 1907, dass er den Kolonialskandal, für den Kolonialskandal steht. Er erzwingt den Rücktritt mehrerer Staatssekretäre und dann eben auch seines späteren Erzfeindes Helfferich. Später, 1920, wird er selbst von einem Skandal überzogen, wird er selbst skandalisiert, wird er selbst sozusagen Gegenstand eines öffentlichen Skandals, der dann zum bekannten Beleidigungsprozess führt. Hat Erzberger sozusagen den Geist aus der Flasche gelassen, der ihn 1921 am 26. August eingeholt hat? Er verstand zumindest, wie er selber für seine eigenen Zwecke die Medien beispielsweise nutzen konnte und auch Dinge skandalisieren konnte, und um damit Aufmerksamkeit für die Sache und für sich selber zu erregen. Er hatte so eine Nachrichtenagentur beispielsweise, das entstand ursprünglich aus der Notwendigkeit, Geld zu verdienen, weil er eben keine reiche Familie hatte, sondern eben sich selber über Wasser halten musste und dann versuchte mit Zeitungsartikeln oder mit so einer Nachrichtenagentur Geld zu verdienen. Gleichzeitig war das für ihn eine Möglichkeit, ständig in den Medien präsent zu sein und seinen Namen eben unterzubringen in der Tagespresse. Und damit war es ihm möglich, eben diese Medien zu bespielen und diese auch populistische Rolle von Mediennutzung
auch für sich, für sich zu profilieren oder zu profilieren zu nutzen. Ich darf noch mal etwas anschärfen. Diese Mediennutzung, die Skandalisierung über die Boulevardpresse, das Durchstechen von Nachrichten an die Presse, Erzberger Reden werden sofort gedruckt, sind verschriftlicht, er schreibt nachts, er hält sie und sind sofort gedruckt. Diese Mittel übernehmen später seine Gegner. Also der politische ist nicht an dieser Wetterscheide gewissermaßen zu einem neuen politischen Stil, der dann am Ende ihn selbst einholt, nicht er selbst einer der zentralen Akteure, die genau dieses Paradigma der Skandalisierung und Gegenskandalisierung dann sozusagen etablieren. Ich kann mich an keinen einzigen Skandal von Windthorst erinnern. Ja, Erzberger war sicher einer der Ersten, der vielleicht wahrscheinlich nicht der Einzige, aber sicher einer der Ersten, der eben diese Möglichkeiten erkannte. Und wie Sie sagen, dann im Laufe der Zeit wandelt sich das oder dreht sich das und dann wird er selber Opfer dieser Dynamik und der aufkommenden Medien, die natürlich dann immer stärker die Gesellschaft auch prägen. Sie können sehr schön zeigen, wie Skandale gab es ja schon vorher, wie jetzt auf einmal Skandale in den Reichstag einwandern und im Reichstag selbst verhandelt werden und im Reichstag erzeugt werden. Also der Reichstag wird selbst die Bühne für den Skandal. Und das, denke ich, ist etwas, was in dem Buch sehr plastisch beschrieben wird. Der Redner, der die Bühne des Parlaments nutzt, um zu skandalisieren und Rücktritte zu erzwingen. Und einer der Zurückgetretenen wird später sozusagen dem Beleidigungsprozess gegen ihn, sagen wir mal, zur Hälfte gewinnen und ihn damit dann aus dem Amt jagen. Lassen Sie uns einen Moment auf die zweite Schicht schauen. Die zweite Schicht, die zweite Maske des Politikers Erzberger, den Realisten. Wie kommen Sie dazu, ihn den Realisten zu nennen, diese andere Facette an seiner politischen Persönlichkeit? Ja, die populistischen Jahre, wenn man das so bezeichnen kann, denen entwuchs er, vor allem als der Weltkrieg begann 1914 und in diesem Weltkrieg wandelte er sich zu einem Politiker, der pragmatisch, auch vielleicht ja durchaus besonnener handelt und agiert, als er das in den Jahren zuvor gemacht hat. Und das ist, ja, ist es, da gibt es, glaube ich, eine Wandlung von dieser populistischen zu dieser realistischen Haltung. Können Sie uns das etwas beschreiben? Wie wird Erzberger vom Saulus zum Paulus, vom Kriegsnationalisten des ersten Kriegsjahres 1914-15 zum Akteur, zu der entscheidenden politischen Kraft, die Friedensresolution vom Juli 1917 dann prägt und durchsetzt? Wie wird er vom Saulus zum Paulus? Ja, sehr, sehr gute Frage. Erzberger war am Anfang des Kriegs ein Befürworter, Befürworter von Annexionen, von Bombardierung von London, man müsse die Feuerwerfer, die damals gerade aufkamen, einsetzen. Also ganz, ganz brutale Mittel auch nutzen für das Deutsche Reich. Und dann wandelt sich das. Ich habe das im Buch so zwischen 1916 und 1917 verortet. In den Jahren lernt er die Wahrheit über die militärische Lage. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Element in seinem Wandel, dass er als einer der wenigen Parlamentarier und Politiker in Berlin unabhängige Informationen bekommt. Er hat
sich ein Netzwerk aufgebaut aus ja, eigentlich fast wie eine Art Geheimdienst mit Kontaktpersonen im Ausland, die ihm Informationen beschaffen. Er hat Kontakte zum Militär und ist in der Lage, sich ein eigenes Bild zu verschaffen, beispielsweise über die Zahl der U-Boote und die Möglichkeiten, die Deutschland hat, um feindliche Schiffe zu versenken, wo er dann das ausrechnet und zu dem Schluss kommt, man wird mit der Kapazität, die Deutschland hat, die Alliierten nie auf die Knie zwingen können, so wie das immer propagiert wurde. Und das führt ihn dann vor allem 1917 dann zu diesem Schritt, sich für einen Verständigungsfrieden einzusetzen und eben sich wegzubewegen von dieser Haltung, man müsse den Krieg militärisch gewinnen, zu der Vorstellung, man müsse über Verhandlungen den Krieg beenden. Und seine Kontakte und seine unabhängigen Informationsbeschaffung, ich glaube, dass das ein wesentliches Element war, das ihn zu diesem Schritt bewogen hat. Gerade in diese Zeit, in den Krieg, fallen zwei Geschichten, die den Mann so plastisch erscheinen lassen, aber gleichzeitig deutlich machen, wie schnell er auch scheitern konnte. Wie viele seiner politischen Initiativen scheitern konnten. Nicht nur ist ja die Friedensresolution gescheitert, sondern auch sein Projekt, den Papst nach Liechtenstein umziehen zu lassen und den württembergischen König zum König von Litauen zu machen. Können Sie uns diese Geschichten, das interessiert sicher viele, so, einmal etwas plastisch darstellen, um sozusagen diese Gedankenspiele und die Pläne, die er während des Krieges verfolgte, mal etwas deutlicher werden zu lassen? Ja, genau. Also Erzberger, ich glaube, eines der Kennzeichen von Erzberger ist seine Kreativität und seine Lösungsorientiertheit, dass er für jedes Problem eigentlich sofort eine Lösung hatte. Und für ihn war beispielsweise, oder nicht nur für ihn, sondern für die Katholiken im Allgemeinen, war die Lage des Papstes eben ein Anliegen. Seit der Reichs- oder der Gründung des italienischen Nationalstaats war eben der Vatikan, oder hat der Papst eben seine Souveränität verloren, und war eben angewiesen auf den italienischen Staat. Und um eben diese Souveränität wiederherzustellen, entwickelte Erzberger dann die Idee, beziehungsweise es ist die Frage, ob das seine eigene Idee war oder ob er die irgendwo gehört hat, aber auf jeden Fall, er hat das vorangetrieben, dass man dem Papst ein eigenes Gebiet geben müsse. Und er hat dafür dann Liechtenstein identifiziert. Das wurde damals von der katholischen, Familie regiert, oder immer noch so. Und er versuchte dann, die Fürstenfamilie in Liechtenstein davon zu überzeugen, dass sie doch dem Papst ihr Staatsgebiet übertragen sollen. Und dann würde der Papst eben nach Liechtenstein umziehen und könne das Land übernehmen und hätte dann wieder seinen eigenen Staat. Erzberger war dafür in engem Kontakt mit dem Vatikan. Er hatte unter anderem sehr gute Kontakte zum Kammerdiener von Papst Benedikt und korrespondierte eben dann direkt mit dem Heiligen Stuhl. Über diese Sache, die waren begeistert in Rom, volle Unterstützung, wollten aber, dass es den Anschein hatte, dass die Fürstenfamilie das freiwillig übergeben würde. Das ist dann letztendlich nicht geschehen und so ist das dann versandert. Aber es zeigt so die Kreativität von Erzberger und die auch die Ausgefallenheit
die in seinen Ideen oft steckte. Und gleichzeitig, wie Sie sagen, auch das Scheitern vieler seiner Ideen. Theodor Eschenburg hat an einem der Jahrestage zur Ermordung Erzbergers einmal vom emotional-dilettantischen Projektemacher gesprochen. War er ein emotional-dilettantischer Projektemacher? Vielleicht, wenn Sie auch auf das litauische Beispiel eingehen, was dem Ganzen ja noch die Krone aufsetzt. Im wörtlichen Sinne, genau. Litauen war auch war damals von Deutschland, vom Deutschen Reich besetzt, und Erzberger setzte sich so für das Recht auf Selbstbestimmung ein, und als es eben darum ging, wer dann Staatsoberhaupt von Litauen werden sollte, brachte er eben dann den Herzog von Urach ins Spiel, zufällig, nicht nur zufälligerweise, auch ein Schwabe, den er dann versuchte, auf den Thron in Litauen zu heben. Der hatte damals schon begonnen, Litauisch zu lernen, und hatte so einen mittelalterlichen Namen angenommen. Das heißt, es war also eigentlich alles schon vorbereitet. Letztendlich scheiterte auch das Projekt. Ich glaube nicht, dass es an Erzberger lag. Er hat dilettantisch, ja, er war nicht sehr überlegt in seinen Projekten. Das ist, glaube ich, auch ein Kennzeichen von ihm, dass er immer sehr, sehr schnell handelte und dadurch auch das Langfristige doch vermissen ließ. Müsste man nicht auch die Gegenrechnung aufmachen, auf die Theodor Eschenburg hier hinweist mit seiner emotional-dilettantischen Projektemacherei? Das Liechtenstein-Projekt hat überhaupt keine Chance zur Umsetzung und wird auch von der österreichischen Seite hintertrieben. Das litauische Projekt wird von mit großer Energie vorangetrieben und mutet uns heute geradezu absurd an, für die Zeitgenossen auch. Nach dem Kolonialskandal kommt es zu den Reichstagswahlen von 1907, bei dem das Ergebnis ist dann der Bülow-Block, also das Ausscheiden des Zentrums aus einer Regierungsmajorität. Müsste man nicht viel mehr von Matthias Erzberger als einem gescheiterten Populisten, auch als einem gescheiterten Realisten sprechen? Und Sie bieten noch mehr Beispiele. Wir sind noch nicht auf das osmanische Projekt zu sprechen gekommen und was er sich sonst noch erwartet hat. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass für die, was eine erfolgreiche Persönlichkeit auszeichnet, ist, glaube ich, dass auch das Scheitern einen nicht zurückhält, sondern dass man es wieder versucht. Und ich glaube, auch das ist ein Kennzeichen von Erzberger, dass er nie aufgegeben hat, sondern immer wieder aufgestanden ist und immer wieder was Neues versucht hat. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit, auch nach Enttäuschungen weiterzumachen, dass das die sozusagen die Loser von den erfolgreichen Leuten unterscheidet. Und deshalb würde ich Erzberger, glaube ich, nicht als gescheitert bezeichnen, sondern, wie gesagt, durch seine Fähigkeit, ständig wieder aufzustehen und dann letztendlich doch was zu erreichen. Ja, also der gewinnt ist derjenige, der einmal mehr aufsteht. Eben, genau. Das ist sozusagen diese Logik. Trotz alledem ist er doch Teil einer Struktur, einer Partei. Später sogar einer neuen Gruppierung des interfraktionellen Ausschusses, den er selbst mit Scheidemann und Ebert ja im Sommer 17 gründet, und dann später der Weimarer Regierung. In jeder dieser Konstellationen sozusagen kommt es zum extremen Konflikt mit seinen eigenen Leuten. Mit seinen eigenen Leuten in der Zentrumspartei nach 1907. Danach wird er gemieden. Bis 1912 ist er in der Zentrumspartei, sagen wir mal, sehr zurückgetreten, und erst nach 12 tritt er dann in der Zentrumsführung wieder in Erscheinung. Im interfraktionellen Ausschuss ist nach Scheitern der Friedensresolution die Initiative bald an andere übergegangen. Auch dann am Ende des Krieges ist es ja eher Konrad Hausmann, auch ein Württemberger, aber ein Liberaler, der sozusagen in Blick genommen wird, die Regierungsgeschäfte voranzutreiben und die Friedensverhandlungen zu führen. Müsste man nicht doch noch mehr vom Scheitern von Erzberger reden?
ein grandioses Scheitern. Sicherlich, the most brilliant failure in history, hat man Wilhelm II. Genannt. Aber immer noch ein Scheitern. Ich glaube, wenn man sich die einzelnen Projekte anschaut, ja, ist wahrscheinlich die Mehrzahl der Dinge, die er versucht hat, gescheitert. Wenn man sich das Ganze anschaut, auf sein ganzes Leben betrachtet, glaube ich, dass die Dinge, die er erreicht hat, das aufwiegen, das Scheitern. Mhm. Wenn ich mir den Waffenstillstand oder seinen Einsatz für den Versailler Vertrag anschaue, dann glaube ich, dass er an diesen Stellen eine wesentliche Rolle in der Weltgeschichte gespielt hat. Und ohne ihn wäre es sicher anders abgelaufen. Es ist immer schwierig, natürlich in der Geschichte zu sagen, was wäre, wenn. Aber ich glaube, dass vor allem am Versailler Vertrag, als er sich für die Unterzeichnung einsetzte und eigentlich derjenige war, der dafür sorgte, dass Deutschland den Vertrag dann letztendlich doch unterschrieben hat. Mhm. Er mehr oder weniger als Einzelner oder als Einzelperson. Dann glaube ich, dass so ein Einfluss an so einer entscheidenden Stelle dann vielleicht doch so ein Liechtenstein-Projekt aufwiegt. Ja. Und damit kommen wir aufs Grundsätzlichere. Wahrscheinlich auch diese dritte Schicht, die dann seine Rolle berührt am Ende des Krieges und am Beginn der Weimarer Republik. Das nennen Sie den Visionär. Dieser Politiker, der Visionär ist. Wer Visionen hat, der sollte zum Doktor gehen, hat Helmut Schmidt gesagt. Wie kommen Sie dazu, dass der Visionär und der Demokrat zusammengehen? Und warum war er ein Visionär? Erzberger war jemand, der, wie gesagt, sehr viele Ideen hatte und der nach dem gescheiterten Weltkrieg vielleicht einer der wenigen war, die in diesem Scheitern des Weltkriegs die Chance erkannt hat, weiterzumachen und auch Dinge wieder aufzubauen, während andere sich dann zurückzogen und sein lebenslanger Gegner Helferich ist dann ein Beispiel dafür, der sich genau in die entgegengesetzte Richtung entwickelt hat, sich nationalistisch auf die eigene Nation zurückgezogen hat, war Erzberger, öffnete sich und erkannte, dass es notwendig ist, beispielsweise mit den früheren Feinden zusammenzuarbeiten, in welcher Weise dann auch, um eben die Zukunft gestalten zu können. Er schrieb ein Buch zum Völkerbund, das mehr oder weniger ein Bestseller wurde, und war, wie gesagt, einer der wenigen, der in dieser Zeit Ideen entwickelte, die positiven Seiten sah. Ernst Troeltsch nannte das die Zeit, in der, das ist mir gerade entfallen, in jedem Fall war das damals die Zeit so zwischen dem Waffenstillstand und dem Versailler Vertrag, in der sich jeder die Zeit, die Zukunft ausmalen konnte, positiv oder negativ, so nannte Ernst Troeltsch das, glaube ich. Und für Erzberger war das eben klar, dass es eine Chance war. Und er war da einer der Antreiber. Nehmen wir das mal beim Wort, den Visionär. Der Visionär schaut in die Zukunft. Der Visionär möchte etwas Neues. Erzberger steigt in den Eisenbahnwaggon am Morgen des 11. November 1918 und unterzeichnet vom Marschall Foch den Waffenstillstand. Welche Vision? Deutschland war am Ende, militärisch am Ende, das ist das Ende. Welche Visionen hatte er von dem, was kommt? Was sollte kommen? Ein Ende des Krieges, das war eben zumindest im November 1918, glaube ich, seine Vision oder sein Ziel, weil er eben erkannte, dass es so nicht weitergehen konnte und dass ein Verständigungsfrieden, also ein Kriegsende durch Verhandlungen die einzige Möglichkeit war, um die Einheit des Reichs zu wahren. Und
das war, glaube ich, sein Antrieb damals, eben das Deutsche Reich vor dem Auseinanderfallen zu bewahren. Und deshalb hat er sich für den Waffenstillstand und vor allem eben auch für den Versailler Vertrag eingesetzt. Wie passt das zum Demokraten? Inwiefern spielt hier Demokratie eine Rolle? Das Reich zusammengehalten hat auch der Kaiser. Den Frieden schließen konnten die Generäle oder konnten Minister. Dafür brauche ich nicht Parlament und Parteien. Erzberger ist immer wieder gepriesen worden, führt uns bei Ihnen ja auch sozusagen die demokratische Seite seiner Vision. Im Friedensschluss, selbst im Völkerbund und seiner Schrift im Völkerbund, sehe ich noch nicht die innenpolitische Vision einer parlamentarischen Demokratie. Wo macht sich das, wo würden Sie das deutlich machen wollen? Ja, vielleicht müssen wir dazu noch ein Jahr zurückgehen, nach 1917 und zur Friedensresolution. Das wichtige Element hat, dass eben das Parlament damals sich in die Außenpolitik eingemischt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Reichstag eigentlich nichts zu sagen über die Kriegsführung oder über die Gestaltung der Außenpolitik. Und mit der Friedensresolution, die Erzberger damals veranlasst hat, beanspruchte das Parlament die Gestaltung und die Frage nach der Weiterführung des Kriegs eben für sich. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte man eben im Reichstag nur darüber abstimmen, ob weiter Kriegskredite bewilligt wurden oder nicht. Und mit der Friedensresolution gab es eben inhaltlich zum ersten Mal, gab das Parlament inhaltlich zum ersten Mal auch den Kurs vor. Und das war sozusagen der erste Schritt zu einer demokratischen oder demokratisierten Außenpolitik. War er Anhänger des Frauenwahlrechts? Er hat sich für das Frauenwahlrecht eingesetzt, das war nicht sein Kern. Ja, also ich meine, die demokratischen Gehalte dann nach dem 9. November, nach der Revolution und dann in der Weimarer Verfassung. Ich sehe die Vision, wenn es sozusagen an die demokratischen Gehalte kommt, sehe ich stärker den Politiker, der hemdsärmelig ins Parlament geht und große Reden hält, der die Institutionen verteidigt. Ist er ein Demokrat sozusagen in der Praxis gewesen oder hat er auch sozusagen Vorstellungen von Demokratie, die sozusagen strukturbildend sein könnten oder die man auf Begriffe bringen kann? Also Erzberger war immer der Meinung, dass der Reichstag eine stärkere Rolle in der Gestaltung der Gesellschaft einnehmen müsse. Das hat er auch schon bei den Kolonialskandalen beansprucht, wo er auch geäußert hat in seinen Reden, dass eigentlich der Reichstag immer nur eine Geldbewilligungsmaschine sei. Und eben, das ist, glaube ich, was sich durchgezogen hat über die Jahre, der Versuch, das Parlament stärker bei der Gestaltung der Außenpolitik beispielsweise einzubinden. Ja. Deutlich wird, dass er ja mit der Weimarer Republik verbunden wird, zumindest von seinen Gegnern. Also er ist, wenn von Novemberverbrechern die Rede ist, ist er gemeint. Er, Scheidemann, Ebert und so weiter. Wenn ich aber auf ihn selbst, seine Haltung zur Republik schaue, immer noch in der Schicht Visionär, müsste man ihn da nicht eher neben Thomas Mann und Gustav Stresemann, also Vernunftrepublikaner, halten? Ist es die politische Vernunft, die ihn zu einer Konversion bringt? Oder ist es der Boden der gegebenen Tatsachen, wie es in der Zentrumspartei nach dem November 1918 heißt, was ihn dazu bringt, jetzt nur mal auf diesem Boden zu spielen? Ist er Vernunftrepublikaner oder spielt er das Spiel, das nun mal gespielt wird?
Nein, ich glaube, dass man ihn durchaus als Vernunftrepublikaner bezeichnen könnte. Ich glaube, er war überzeugt von der Notwendigkeit des, der Republik und der Demokratie und der Rolle des Parlaments. Ich glaube, dass das eine sehr genuine Überzeugung von ihm war. Gleichzeitig erkannte natürlich auch, dass beispielsweise durch die Reformen, die damals nach dem Ersten Weltkrieg durchgesetzt wurden, dass das auch eine Möglichkeit war, um beispielsweise die Amerikaner und den amerikanischen Präsidenten Wilson davon zu überzeugen, dass man Deutschland trauen könne und so als vertrauensbildende Maßnahme eben auch durchaus eine politische Funktion hatte. Aber wie gesagt, ich glaube, dass er überzeugt war von der Notwendigkeit. Ich möchte mit Ihnen nochmal auf diese drei Schichten schauen, den Populisten, den Realisten und den Visionär, also den Politiker, den neuen Politiker. Nun ist ziemlich gleichzeitig, im Januar 1919 in München jemand anderes aufgetreten. Am 28. Januar 1919 hält Max Weber in München vor den Studenten seinen berühmten Vortrag Politik als Beruf. Für die Politik leben, von der Politik leben. Beides ist bei Erzberger der Fall. Er lebt für die Politik, er ist ein political animal, aber er lebt auch von der Politik. Er zieht nach Berlin und wohnt am Ludwig-Kirch-Platz und muss sich selbst finanzieren, weil erst in 1906 die Diäten eingeführt werden. Er lebt auch von der Politik. Also Max Weber spricht, denke ich, hier auch von ihm. Die andere Unterscheidung, die immer wieder haften geblieben ist aus Webers Vortrag Politik als Beruf, ist die Unterscheidung zwischen Verantwortung und Gesinnung, Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Wie würden wir das auf Erzberger anwenden in der Debatte um den Politiker? Inwiefern ist er Gesinnungsethiker und wo ist er Verantwortungsethiker? Denn wohlgemerkt, bei Max Weber kann man das ja nicht wirklich trennen. Er verlangt den Politiker, der neue Politiker muss Verantwortung haben, leidenschaftlich sein und Augenmaß haben. Ja. Erzberger war, glaube ich, einer der Ersten und einer der wenigen, einer der Ersten, der dieses Leben für die Politik und von der Politik miteinander verband. Wir hatten es über seine Nachrichtenagentur und seine, wie Sie sagen, er zog dann nach Berlin. Das ist, glaube ich, was ihn auch auszeichnet als einer der ersten Berufspolitiker, wie Max Weber sie auch nennt. Und bei der zweiten Unterscheidung glaube ich, dass man das bei ihm auch nicht, ich glaube, dass er auch beides verbindet, dass er, wie das Max Weber, glaube ich, auch erklärt, dass man das nicht voneinander trennen kann. Und ich glaube, dass das auch bei Erzberger so ist. Am Schluss seines Vortrags in München kommt die berühmte Formulierung: Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Trifft das auf Erzberger zu? Würde es sich für einen solchen Satz qualifizieren? Für das starke, langsame Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß? Ja und nein. Wir hatten, also Leidenschaft, das ist keine Frage. Ich glaube, da qualifiziert es sich auf jeden Fall. Er lebte für die Politik, hat auch nie was anderes gemacht eigentlich in seinem Leben. Wenn es um das Bohren dicker Bretter geht, hatten wir erwähnt, dass er sehr, sehr schnelllebig und sehr sprunghaft auch war. Ich glaube trotzdem, dass er unter diese Definition fallen würde, weil er vielleicht die einzelnen Projekte von einzelnen Projekten vom einen zum anderen sprang,
aber durch seinen langfristigen Einsatz, beispielsweise für den Frieden am Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, dann doch die dicken Bretter bohrte und eben 1917 nicht aufgab, sondern weitermachte, bis dann 1919 der Friedensvertrag unterzeichnet wurde. Ich darf mit Ihnen noch mal eine Ebene grundsätzlicher werden. 1918, 1919, am Beginn der Weimarer Republik, stellt sich ja nicht die Frage, wie geht ein siegreiches politisches System mit seiner Ordnung um, sondern wie eigentlich können demokratische Gesellschaften produktiv mit Enttäuschungen und mit Niederlagen umgehen. Demokratien, die Niederlagen verarbeiten müssen. Das ist ja ein besonderes Kapitel und auch etwas, was im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder auftaucht. Auf Ernest Renan geht die Beobachtung zurück, dass es eigentlich Niederlagen sind, die mehr Gemeinschaft stiften als Siege und Triumphe. Leidenserzählungen, Opfergeschichten sind stärker vergemeinschaftend. Wie geht der Demokrat Matthias Erzberger, der Mann von Buttenhausen, mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg um? Das ist eine sehr gute Frage. Man muss dazu sagen, dass es von ihm keine Tagebücher gibt. Also man weiß nicht, wie er persönlich mit der Niederlage umging. Ich glaube, dass für ihn die Niederlage natürlich eine ebenso große Enttäuschung war, wie für den Rest des Landes. Aber das ist ja kein produktiver Umgang. Genau. Das wollte ich noch. Genau. Der Unterschied zu den anderen war, dass er in der Lage war, Ideen zu entwickeln für die Zukunft des Landes und sich damit eben unterschied von ganz vielen anderen, auch übrigens in seiner eigenen Partei, wo er eben einer der wenigen war, die dann Ideen entwickelten für die Zeit des Aufbaus. Lassen Sie mich zum Schluss mit Ihnen noch etwas an die Erinnerung an Matthias Erzberger draufschauen. Wir haben in der Zwischenzeit, es gibt ja nicht nur einen Gedenkkalender und wir haben neulich Operation Barbarossa und heute also Erzberger und dann kommt das nächste, sondern es gibt auch Erinnerungsorte, Gedenkorte, Lernorte der Demokratie. Es gibt Rastatt, es gibt das Hambacher Fest, es gibt die Frankfurter Paulskirche, die an die Demokratie erinnern und viele andere Orte auch. Ist Matthias Erzberger ein Erinnerungsort der Demokratie? Würde er sich qualifizieren und einschreiben können in die Linie von 1848 nach 1990? Oder ist er etwas Besonderes, was hier nicht hineinpasst? Nein, ich glaube, er ist durchaus einer der entscheidenden Politiker am Anfang der Deutschen Republik und der Demokratiegeschichte. Die Tatsache, dass er bisher oder in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht vergessen, aber zumindest vernachlässigt wurde, sagt natürlich nichts aus über seine die Würdigkeit oder seine Rolle im langfristigen deutschen Demokratieentwicklung. Also ich würde ihn durchaus in diese große deutsche Geschichte aufnehmen. Ich darf in diese Frage mal zwei Zitate hineinbringen über den erstaunlichen Wandel der Erinnerung an Matthias Erzberger. Und zwar zuerst einmal von niemand Geringerem als Theodor Heuss, der ihn noch persönlich gekannt hatte, als Journalist, als Schwabe und am Beginn der Weimarer Republik und als Journalist in Berlin. Und er schrieb über ihn, dass er, menschlich war er mir höchst unsympathisch und ist es im Grunde genommen geblieben. Die Beurteilung seiner politischen und staatsmännischen Ziele und Leistungen, in denen sich Bedeutendes und Subalternes so qualvoll mischte, gehört nicht in dies Bild früher Erinnerung. Aber, der andere Teil, aber ich bewahrte davon unvermeidlich den Eindruck des Ineinander von unproblematischer Tatkraft
und zuversichtlicher Leichtfertigkeit. Das ist 1951. 50 Jahre später spricht Wolfgang Schäuble in Bad Petersberg zum 80. Jahrestag, am 28. heute vor 20 Jahren, und erinnert ihn ganz anders. Also Zitat Wolfgang Schäuble: gerade weil er durchaus auch Eigenschaften hatte, an denen man sich stoßen konnte, und weil er alles andere als ohne Fehl und Tadel war, gerade deshalb ist sein Wirken in entscheidenden Momenten ein so großer Beweis für die Lebenskraft der Demokratie. Sie setzt nicht Heilige voraus oder solche, die sich dafür halten, sondern sie nimmt die Menschen, wie sie sind, mit Schwächen und mit Stärken. Ein Lob auf Matthias Erzberger. Wie kann man das erklären, von 1951 nach 2001, von Theodor Heuss zu Wolfgang Schäuble, dieser markante Wandel in der Einschätzung von Matthias Erzberger. Hier der Unsympath und dort gerade die Leitfigur einer Politik, die nicht aus Heiligen besteht. Ich ohne Theodor Heuss da zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, dass es ganz lange, oder dass sich das negative Bild von Erzberger, das unter anderem durch die Nationalsozialisten beispielsweise auch gezielt geschaffen wurde, die Vorurteile, er sei Jude beispielsweise, das hat sich über Jahrzehnte gehalten. Und das ist eigentlich erst in den letzten Jahren, glaube ich, dass man zu einem nuancierteren Bild von Erzberger kommt und auch von diesen Vorurteilen wegkommt, glaube ich. Also wie gesagt, ich glaube, dass das in den ersten Jahren sehr stark geprägt war noch von der allgemeinen Abneigung, die der Name Erzberger ausgelöst hat. Wir stehen vor Bundestagswahlen. Der Politiker, die komplexe Figur Erzberger, erkennen Sie in den gegenwärtigen Debatten und Konfrontationen Schichten dieser Person wieder? Gute Frage. Man muss natürlich immer aufpassen mit Parallelen zwischen der Geschichte und der Gegenwart. Es gibt sicherlich Parallelen sowohl in der Persönlichkeit von Erzberger, sodass das christlich-soziale, der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, gleichzeitig auch das Populistische aus seinen Anfangsjahren ist natürlich auch was heute wieder sehr stark ist. Der Einsatz von Medien, also das so zu seiner Person, und natürlich die Entwicklung, die sich in seinem Leben abgezeichnet hat, sehen wir heute, denke ich, auch wieder sehr, sehr stark, so dieser Hass, der sich auf einzelne Politiker richtet oder gegen einzelne Politiker richtet, und wie schnell das auch aus Worten dann zu Taten werden kann, haben wir natürlich in den letzten Jahren in der Bundesrepublik auch wieder gesehen. Und das Leben von Erzberger ist, glaube ich, da durchaus zumindest eine Parallele zu der Entwicklung, die wir heute auch wieder sehen. Sehr facettenreich, viele, viele Aufs und Abs, fast filmreif, möchte man sagen, wenn man die vielen Schauplätze nimmt, an denen er teilgenommen hat. Freilich, es fällt auf, Berlin, es gibt keine Erzberger Straße, es gibt keinen Erzberger Platz in Berlin. Wenn Sie den nächsten Erzberger Platz finden wollen, dann müssen Sie nach Brandenburg gehen. Dort gibt es in der Zwischenzeit einen Erzberger Platz. Ich denke, wir haben zusammen eine Reihe von Facetten des Demokraten, des Politikers, des Populisten, des Realisten, des Visionärs Erzbergers ausgeleuchtet, auch ein bisschen auf die Ambivalenz geschaut der Figuren und dieser Typ. Nicht alles, was sozusagen hier neu ist, ist produktiv und demokratieproduktiv. Aber
wir können zusammen festhalten, er hat vieles gewagt, er ist mit vielem gescheitert, aber das Wagnis eingehen, eine kaiserliche Regierung gerade auf kolonialen Angelegenheiten zu attackieren, eine Friedensresolution 1917 im Reichstag zu verabschieden und dann in den Eisenbahnwaggon von Compiègne zu steigen, das erfordert schon Mut. Nicht lange vor seinem, er wusste, wie gefährlich er lebte, nicht lange vor seinem Tod stammt von ihm selber der Satz, er ahnte, dass er angegriffen wird, die Kugel, die mich treffen wird, ist schon gegossen. Ein Politikerleben, das auch gefährlich war und er wusste darum. An diesem Punkt möchte ich mich von denjenigen, die uns an den Bildschirmen zuschauen, verabschieden. Ich danke Ihnen für die Teilnahme. Ich hoffe, die Person Erzbergers ist etwas plastischer geworden. Und ich möchte vor allem Ihnen danken für das Buch und die Diskussion. Vielen Dank. Schön, jetzt sind wir offen.